Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Hier spielen wir wieder ein bisschen Hearthstone. Und für mich ist es das erste Mal seit 2 Wochen, dass ich vor diesem Mikrofon sitze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man muss erstmal gucken, ne? Man muss erstmal gucken und dann muss man halt Sachen machen. Ja, also ich muss mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Eine Woche Gamescom, dann eine Woche Urlaub. Das war ziemlich abgefahren. Im Urlaub habe ich kaum gespielt. Ich glaube insgesamt 3 Spiele oder so. Und das war auch in Ordnung so, ja. Schön ein bisschen Buch lesen, ein bisschen im Pool rumplanschen, ne. Es war ein Fest, sag ich euch. Ich sage euch, es war ein Fest. Und ja, zur Gamescom an sich wird es nochmal extra Videozeug geben. Aber was ich jetzt schon mal unbedingt loswerden möchte ist, es war mir ein Riesenfest, euch alle zu treffen. Ja, es war mir ein Riesenfest. Es war so schön, so viele Gesichter dann auch mal zu sehen. Zu den Kommentaren, die man auch so liest und zu den Twitter-Nachrichten und so weiter. Es war echt ganz schön toll. Und dann im Blizzard-Bereich, ja, haben wir ja nicht nur Heroes of the Storm gespielt mit Milder Joghurt, sondern ich konnte auch so ein bisschen im Hearthstone-Bereich die neuen Karten ausprobieren und ich konnte sogar gegen ein paar von euch spielen. Das war sehr, sehr cool. Also Grüße nochmal an alle, die da gegen mich gespielt haben. Da gab es ja auch irgendwie was zu gewinnen, ne? Ich glaube, irgendwelche Magneten für den Kühlschrank weiß nicht, Schlüsselbänder und so. Aber das Coole war halt, dass man sich gegenüber sitzen konnte und sich auch gegenseitig anschreien konnte. Das fand ich sehr, sehr cool. Hat enormst viel Spaß gemacht. Auch die neuen Karten sind sehr, sehr interessant gewesen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, nächstes Jahr werde ich viel mehr im Hearthstone-Bereich abhängen können. So ist der Plan. Sorry, dass dieses Video hier ein bisschen verspätet kommt. Aber nach diesem ganzen Zeug, also nach diesen 2 Wochen, die ich nicht zu Hause war, hat sich hier so ein bisschen Zeug aufgestaut, was ich dann noch erledigen muss. Hier im persönlichen Leben sind nochmal Sachen unterwegs. Da muss man sich so ein bisschen kümmern. Das ist traurig, aber wahr. Aber nun ist es ja soweit. Jetzt ist auch dieses Video da. ich weiß nicht so genau, ich wusste nicht so genau, was ich spielen soll. Und habe ich mal hier geguckt, was gibt es denn hier für Quests? Hunter oder Mage? Und dann dachte ich mir, machen wir mal eine ganz abgefahrene Folge. Und spielen nochmal mit dem Motherfucker. Ja, gucken, ob wir da irgendwie Sachen mit anrichten können. Ja, es ist ein Facehunter. Ich will ja gar nicht irgendwie so tun, als wenn es nicht so wäre. Ich habe jetzt, ich habe zwar die meisten Karten so ein bisschen beobachtet, die jetzt rausgekommen sind oder die gezeigt wurden von TGT, also The Grand Tournament, das große Turnier. Und habe aber jetzt nicht die allzu große Übersicht. Ich habe aber bei Creeparian, den ich übrigens auch noch persönlich getroffen habe auf der Gamescom mit Selfie und alles, bei dem habe ich gesehen, dass der behauptet halt, dass sich die neuen Karten so ein bisschen darauf so ein bisschen aus sind. Warte mal, was mache ich denn jetzt hier? Alles nur Geheimnisse oder was? Das finde ich nicht gut. Die lassen wir mal drin. Kill Command könnte man auch nochmal rausnehmen. Die Karten sollen laut Creeparian so ein bisschen das Metagame so ein bisschen langsamer machen. Ja, also diese ganzen Facehunter-Sachen und so, Zoologs, bla bla bla, diese ganzen schnellen Decks, das soll so ein bisschen ausgebremst werden, weil es irgendwie belohnt wird anscheinend, dass man auch mal langsamer spielt. Und das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Es gibt ja auch zum Beispiel so Sachen wie diesen Kartenvergleich. Das heißt, glaube ich, Joust auf Englisch. Es gibt also Kartentexte, da steht drauf, zieh jeweils eine Karte aus, oder ein Minion oder was, aus beiden Decks, jeweils eine, und vergleich die miteinander. Und wenn dein Mana-Wert höher ist, dann passiert irgendwas Gutes. Ja, dann kriegt die Karte einen Buff oder so. Und das ist natürlich ganz gut gegen halt diese schnellen Decks, auch die ganz viele nur ganz kleine Minions im Deck haben. Da gewinnen diese eigenen Karten ja öfter als jetzt bei anderen Sachen. Und das finden wir alle sehr gut. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ich glaube, das hier ist besser. Zack, direkt Schnauze, so. Alles klar. Ja, also es soll, wie gesagt, es soll so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man diese schnellen Decks so ein bisschen ausbremsen kann. Ich hoffe, das ist tatsächlich so. Und ich bin generell einfach ultra gespannt auf das alles, was jetzt hier noch passieren wird mit den neuen Karten. Freue mich sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. Und ich würde sagen, hier machen wir mal ein bisschen einen auf die Schnauze. Jetzt könnten wir noch einen Arcane Shot hinterherhauen. Ich glaube, das ist aber nicht ganz so geil. Wären dann aber auch nicht so mana-effizient, ne? Komm, wir lassen. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ah, wir hätten jetzt nochmal die Freezing Trap raushauen können. Ist egal. Was haben wir hier eigentlich gekriegt?
Misdirection, okay, ist auch in Ordnung. Kann man machen, muss man nicht. Ach ja. Es ist schon abgefahren, wieder hier zu sitzen. Es ist schon abgefahren, wieder hier zu sitzen und aufzunehmen. Ich muss da, wie gesagt, erstmal wieder reinkommen. Aber ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe schon ein paar neue Spiele geladen, die ich euch zeigen werde. Da freue ich mich extrem drauf. Und natürlich so ein bisschen Hearthstone, ne? So ein bisschen mehr auch. Da freue ich mich auch extremst. So, er hat gerade... das ist... Ich glaube, das ist okay so. Wir machen das so. Und machen das so. Ups. Oh. Ah. So. Und alles ins Gesicht. Das ist ein Biestchen, ne? Ja. Alles ins Gesicht. 13 Leben hat er noch. 13 Leben hat er noch. Flamestrike würde sich jetzt absolut nicht lohnen. Aber wenn er meint, dass er den spielen muss, soll, kann, darf, dann mach mal ruhig, Digga. Mach mal ruhig. Warum tut er das jetzt? Weil er den auch noch anders wegkriegt hier. Ah ja. Okay. Dementsprechend war es quasi egal, wie er das jetzt angeht. Machen wir den 3-3er weg? Nein, wir haben noch eine Misdirection draußen. Wir könnten sogar noch eine Freezing Trap spielen. Und dann würde ich sagen... Machen wir das so. Spielen den hier aus. Und machen noch einen Arcane Shot auf den Helden. Der jetzt nur noch 8 Leben hat. Was, glaube ich, blöd ist, ist Freezing Trap zusammen mit Misdirection. Weil ich glaube, Misdirection wird dann getriggert. Aber bevor der dann angreift, kommt dann die Freezing Trap zum Greifen. Sag mal das so. Wird die denn aktiviert? Es ist ärgerlich. Aber mal gucken. Vielleicht stimmt es da gar nicht. Aber die Misdirection wurde auch zuerst gespielt. Ich weiß nicht, ob das noch davon abhängig ist. So ein bisschen, es kann sein. Weile Teacher, ja. Okay, das ist tatsächlich ein Problem. Jetzt hoffentlich wird die... Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, die Misdirection wird nicht treffen. Nee, Freezing Trap wird... Oh, da, oder... Ah, nee, Freezing Trap. Scheiße. Scheiße. Okay. Aber jetzt kann ich immerhin viermal angreifen mit der Waffel. Problem ist nur, jetzt komme ich doch nicht durch, ne? Damit mache ich 3 Schaden, hat er 5 plus 2. Hat er noch 3 über, richtig? Sehe ich das richtig? Andererseits kann ich jetzt hier erstmal durch, wenn ich das möchte. Aber dann mache ich diesen Schaden nicht da dran. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Weißt du, was wir machen? Wir machen das so. Wir gehen da tatsächlich drauf. Machen das Ding erstmal kaputt. Und dann machen wir sowas. Okay. Müsste schaffbar sein. Es müsste schaffbar sein. Ansonsten hat er eh nur noch 2 Runden zu leben, wenn er sich nicht heilen kann. Weil meine Heldenkraft macht ja 2 Schaden. Frostbolt, okay. Kann halt nicht angreifen. Ist jetzt nicht ganz so tragisch. Hier wird noch ein Hund kaputt gemacht. 7 Mana hat er noch. Okay, den können wir ignorieren. Erstmal. Und das sieht eigentlich ganz... Oh, Kill Command, das war's. Well played. Es ist... Es ist halt... Der Facehammer, ne? Es ist so eine Sache. Ich finde, wir probieren das jetzt nochmal. Gucken, ob das nochmal so gut funktioniert. Denn es hat sehr gut funktioniert. Diese Facehaftigkeit hat ihre Sache ganz gut gemacht. Und das finden wir auch ganz gut. Ich bin so heiß auf die neuen Karten. Ich halte es nicht mehr aus. Ich glaube übrigens, wir haben, warte mal, wir haben heute den 18. bei mir zu Hause, wo ich gerade aufnehme. Lass mich mal ganz kurz den Kalender hier aufmachen. Ich mach mal ganz kurz den Kalender auf. So, Kalender ist auf. 18. So, das ist ja... Warte mal, ist überhaupt... Das ist gar nicht... Doch, ist ja August, okay. Also, laut Kryperion kann es gut passieren, dass nächste Woche, Anfang Mitte nächster Woche die neuen Karten kommen. Ich meine, es ist ja sowieso dann... Also, es muss ja dann jetzt auch irgendwann passieren. Es könnte natürlich sein, dass es noch diese Woche passiert, aber das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Ich hatte es ja auch schon mal erzählt, ne, mit diesen...
mit diesem Windows-Uhr-Trick. Ne? Wenn du die Windows-Uhr umstellst auf eine Zeit in der Zukunft, dann passieren Sachen. Bei Hearthstone, bei Naxxramas konnte man anscheinend schon vorher den ersten Boss irgendwie anfangen zu bekämpfen. Und bei TGT soll es so sein. Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was machen wir denn jetzt? Explosive Trap jetzt schon? Nee. Jetzt schon? Nein. Okay, weißt du, was wir machen? Wir machen ultraharte Verfacung. Zack, zack. So. Bei TGT, also dem Grand Tournament hier, was jetzt demnächst kommt, ist es so, wenn man die Zeit umstellt, und ich glaube, Criparian meinte da irgendwie 24., 25., 26., irgendwie sowas, dann ist das so, ihr wisst ja, man konnte sich schon mal Karten vorbestellen. Kartenpacks vorbestellen, 50 Stück. Für 49 Euro, 45 Euro, irgendwie sowas. Und die sind jetzt halt hier in den Karten mit drin, in den Kartenöffnungsgeschichten. Man kann sie aber noch nicht öffnen. Und, warte mal. Wir spielen den hier. Und wir spielen... Wie machen so? Okay. Genau, also diese 50 Pakete, die haben so eine Schleife um sich herum. Und man kann sie halt noch nicht öffnen. Sie sind da drin. Ich hoffe, ich denke dran. Dann zeige ich es euch gleich nochmal nach dem Spiel. Man kann sie aber nicht öffnen. Da steht erhältlich ab August. Irgendwann im August oder so. Und wenn man jetzt aber die Uhr vorstellt auf dieses Datum, 24. bis 26., dann ist wohl die Schleife weg. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass jetzt hier bald durchaus... Oh, warte mal. Nee, alles gut. Also, die werden jetzt sterben, weil das eine Explosive Trap ist. Misdirection, Oh, okay. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, Freunde. Sowas. Komm, immer Face. Genau. Das ist ein Hinweis darauf, dass dann vielleicht die Karten kommen. Wenn man dann, also ich habe es selber nicht probiert, aber Criparian meinte, wenn man dann versucht hat, so eine Packung aufzumachen, dann ist das Spiel abgestürzt. Das ist das Problem. Aber es ist ja auch nicht wirklich ein Problem. Also mehr oder weniger könnten wir davon ausgehen, dass dann um diese Zeit herum die Karten kommen. Ansonsten, wenn nicht, dann ist halt noch eine Woche. Im August auf jeden Fall. Und das wird ein krasses Karten-Opening geben. Da freue ich mich auch schon besonders drauf. Und das wird sehr gut, alles. Okay, wir machen nochmal sowas. Und wir könnten nochmal sowas machen. Und das ist alles nicht so cool. Aber er hat noch 14 Leben. 12, wenn er die Explosive Trap ganz normal auslöst. Ah, shit. Okay, das ist sehr ärgerlich. Oh! Explosive Trap. Ja, nu. Gibt Schlimmeres. Aua. Jetzt haben wir auch nur noch 17. Oh. Okay. Ja, er geht auch face. Es ist nicht dumm. Es ist nicht dumm. Okay, also. Hunde. Arcade Shot. Den töten, weil besser ist. Und face. Ich freue mich sehr, sehr auf das Card Opening. Ich meine, ich mache es ja so ähnlich wie bei damals bei Goblins vs. Gnomes. Nur ein bisschen anders. Damals habe ich mir eigentlich gar nicht Karten angeguckt. Wenn überhaupt. Also ganz wenige nur. Das war schlecht gespielt, glaube ich. Ah, ne, es ist ihm scheißegal. Okay. Diesmal weiß ich, also diesmal kenne ich schon zumindest ein paar Karten. Nicht zuletzt dadurch, dass ich sie mir angucken konnte auf der Gamescom. Und trotzdem weiß ich aber nicht, kenne ich aber natürlich nicht alle Karten, und es wird immer noch trotzdem so sehr, sehr spannend, dann Karten aufzumachen, Kartenpakete aufzumachen, zu gucken, ah, was kann die, oh, die krass, die kenne ich noch gar nicht. Und sich Sachen auszudenken und sich auf Sachen zu freuen. Das wird sehr, sehr cool. Okay, was passiert jetzt hier? Hat er noch, okay, Kill Command. Oh, shit! Oh, nein! Wir verlieren. Alles klar. Oh, um einen Punkt. Um einen Lebenspunkt. 1:1 und er gibt auf. Ja, so kann das laufen, ne? Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich hier facehuntern musste. Aber es gibt nur mal 40 Gold. Sehr, sehr gut.
Bedeutet, wir können noch ein bisschen Arena spielen in Zukunft. Und ich würde sagen, wir machen noch ein letztes Spielchen. Weil die Folge auch so spät kam, ne? Sie kam ein bisschen später. Tut mir wahnsinnig leid. Immerhin kam sie noch heute. Eigentlich hatte ich so viel zu tun, dass auch diese Folge nicht hätte kommen können, sollen, hätten dürfen. Aber ich dachte mir, okay, das kann nicht sein. Zwei Tage hintereinander, kein Hearthstone. Oder so. Habe ich mir das überlegt. Tracking, okay. Die finde ich eigentlich scheiße, ne? Die werde ich wahrscheinlich wieder rausnehmen. Die tun wir jetzt auch weg. Igelhornburg kann bleiben. Eins, zwei, ja, komm. Das sieht auch ganz gut aus. Kill Command, ja. Ja, mal gucken, ne? Din, 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 din. Okay, er kann nichts machen. Das ist sehr, sehr gut. Und dann spielen wir gleich eins der Geheimnisse. Ist im Moment auch der Plan. Und spielen danach den Igelhornbow aus, dass der auch schön gebufft wird. Ja. Schiff, okay. Kann man machen? Kann man machen? Ich würde sagen, sowas. Okay. Boah, ist das ist jetzt doch mal wieder spannend, ne? Oh, ist das wieder spannend, du. Es kann alles passieren. Vor allem hat er den Ninja-Kartenrücken. Das ist auch gefährlich. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Igelhorn, Bow und Whoppa! Spiel mal Sachen aus, Digga. Kannst du ruhig machen. Ruhig irgendwie zwei kleine Minions. Oder drei, wenn du es schaffst. Oh, sieht noch nicht so gut aus. Wir können jetzt auch quasi nichts spielen. Das ist also nichts Schlaues. Das würde mich jetzt sehr ärgern. Ah ja, der Kollege ist okay. Den können wir auch noch buffen jetzt hier. Zaggy Deli, Bambalicious. Und schon machen wir in diesem Zug 9 Schaden. Es ist so krass. Es ist so krass. Ich meine, wahrscheinlich... kann da sein, dass er seine Healbots jetzt gleich raushaut? Ich bin sehr gespannt. Oh, Backstep. Ja, okay. Dann wird der noch weggemacht. Macht aber dann auch nochmal 2 Schaden. Ist okay. Und da kommt der Healbot. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Dann spielen wir eine Misdirection. Machen sowas hier. Und geben nochmal auf die Schnauze. Es ist ärgerlich, dass er sich jetzt wieder so hoch heilen konnte. Der Healbot ist ein natürlicher Feind des Facehunters. Es wird übrigens, glaube ich, ich glaube für den Schaman wird es eine Karte geben, wenn man die, für 3 Mana, wenn man die spielt, dann wird man um 7 geheilt. Man spielt aber diesen Joust, also man hat dann diesen Kartenvergleich nochmal, den ich vorhin erwähnt hatte. Und wenn dann die eigene Karte höher manarisiert ist als die des Gegners, dann wird man um 14 Leben geheilt. Und das ist eine krasse Karte, wie ich finde. Das ist meines Erachtens nach ist das eine sehr, sehr krasse Karte. Und wir haben hier, Leute, wir haben hier im Moment gerade ganz schöne Probleme. So darf das nicht laufen. Wir haben ja hier noch eine Misdirection. Kill Command ist irgendwie ärgerlich. Das ist, oh, shit. Okay, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Misdirection könnte jetzt, glaube ich, auch unseren Minion treffen. Ist das nicht so? Oh, nein! Oh, okay, gut. Er hat aber noch 8 Mana. Das ist ein Problem. Dafür sind alle Antiquepots raus. Jetzt ist aber das Problem... Jetzt wird er hier Bord aufbauen können. Und ich habe hier Schwierigkeiten, da quasi durchzukommen. Oder zu überleben. Ah, das ist doch nicht schlecht. Aber dafür haben wir nicht genug Mana, um das jetzt... Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Komm, wir gehen da drauf. Zack. 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 Und zack. Und dann coinen wir tatsächlich noch das hier. Weil jetzt kommt es wirklich
auf jede Runde und jeden Schadenspunkt an. Well played. Oh oh. Was heißt das? Heißt das, du kannst jetzt 26 Schaden machen? Könnte sein. Oh shit. Oh shit. Noch ein. Hä? Hat er nicht schon zwei gespielt? Habe ich mich irgendwie vertan? Habe ich mich da irgendwie. Habe ich. Hä? Okay, hat er einen irgendwie zurück. Hat er einen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hat er jetzt schon Lethal? Kill Command für 3 ist kacke. Es ist nicht gut. Dann töten wir lieber einen so ein Ding hier. Oh je. Oh je. Tja, ich wüsste nicht, wie wir das jetzt schaffen sollen. Ich glaube, das Ding haben wir verloren, Leute. Preparation. Oh-oh. Eviscerate. Ja, plus 7 noch. Und dann können wir ja noch... Oh! Oh! Oh, shit. Okay. Ich glaube, noch 2 Schaden, ne? Fehlen noch 2 Schaden? Alter! Okay. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Und ich habe wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen sehr, sehr falsch gemacht. Kann das sein? Ich glaube, ja. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, was ich meinte. Ihr kennt das wahrscheinlich eh schon alle, aber hier sieht man es dann nochmal. 50 Pakete habe ich hier noch. Und wie man hier sehen kann, ja, available in August. Also jetzt demnächst irgendwann, das Schleifchen ist noch drumrum. Und wenn man anscheinend die Uhr weiterdreht und so tut, als wenn es später wäre, in der Zukunft, dann ist das Schleifchen weg. Und das ist, wie gesagt, ein Hinweis darauf, dass die Karten dann kommen könnten. Kann auch sein, dass Blizzard das natürlich jetzt auch mittlerweile weiß und das dann irgendwie doch an einem anderen Datum macht und das quasi nur eine Irreführung war. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Freut ihr euch auf TGT? Ich freue mich sehr. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch dir das hier gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder in einem weiteren Hearthstone-Video, wo wir Sachen machen in Hearthstone. Bis dann, das war der Fischkopf und tschüss!